Das ist ja mal eine richtig geile Ansage, Mädels. Da fängt der Tag ja richtig gut an. Was hast du vor? Lass das mal meine Sorge sein. Gregor? Ganz ruhig, ganz ruhig. Mach keinen Scheiß, ne? Der Papa weiß schon, was er macht. Kennt mich doch. Hallo. Dem reiß ich den Arsch auf dem Arschloch, ey. Du sag mal, vielleicht war das doch nicht ganz so gut, dass wir ihm das gesagt haben. Na, Süße. Bleib ruhig. Der Gregor weiß schon, was er da macht. Soll ich jetzt erstmal einen Kaffee holen? Ja. Machst du einen Kaffee? Dann hol ich jetzt rein. Also Martin war früher ein Kunde von mir. Wir kennen uns aus dem Club, aber jetzt gar nichts mehr. Nichts mehr mit dem zu tun? Das glaube ich Ihnen nicht so ganz. Ich glaube, dass Sie das abgesprochen haben mit dem hier, Ihre Aussage. Der Staatsanwalt. Der ist doch noch regelmäßig in Bordellen unterwegs und auf dem Straßenstrich. Und das Angebot ist in Osnabrück nicht so wahnsinnig groß. Also werden Sie davon doch was mitbekommen haben, oder nicht? Nein, also klar sehe ich ihn ab und zu, wenn ich in den Club wieder gehe, aber wirklich, der Martin macht gar nichts mehr. Also letztens haben wir uns gesehen, haben geredet, der Martin, der ist voll Familienmann geworden, der will heiraten und der liebt die Sabine über alles, der will Kinder haben. Ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Und nee. Der nimmt auch sein Strickzeug mit in den Club, wenn er dazu kommt oder was. Trage ihr doch nicht so dick auf. Der Martin, der fühlt sich ja bald, als wenn er zum Spießer mutieren würde. Ich finde auch, Sie können sich das sparen. Das ist vielleicht noch ein Kunde von Ihnen, oder? Und deshalb wollen Sie nichts anbrennen lassen. Da möchten Sie noch was verdienen an dem Mann. Ich gebe da keine Kohle aus. Ach, glauben Sie, was Sie wollen? Nein. Nein. Ja, ich meine, mir geht es jedenfalls konkret um den 11. März 2010 zunächst. Haben Sie die Angeklagte an jenem Abend bei Ihrer Tochter noch gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Jenny war total fertig. Die war am Heulen, die war total fertig mit der Welt und hat mir noch über den Stress mit der Mutter erzählt. Aber da musste ich leider raus wieder auf die Straße, damit ich noch anschaffen könnte. Weil an dem Tag lief es nicht so gut. Und dann ist dann frei eingehalten. Ich habe noch ein rotes Auto gesehen. Rot, OS für Osnabrück. Aber ich weiß nicht mehr genau. Das ist ja ganz exotisch. Gibt ja in Osnabrück auch kaum rote Autos. Und jedenfalls bin ich dann weggefahren. Ja, erstaunlich ist, dass es viele Autos gibt, aber dass die Angeklagte ein rotes Auto fährt. Sie haben bei der Polizei auch die Marke genannt, das stimmt auch. Und Osnabrück ist doch Ihr Zulassungsort, oder nicht? Sie sind da gewesen. Haben Sie dieses Auto vorher schon irgendwann mal da gesehen? Also wie gesagt, nach einer halben Stunde bin ich gekommen und da war ja schon mein Wohnwagen komplett abgebrannt. Und da standen total viele Leute und Feuerwehr und ich dachte nur, Gott, meine ganzen Sachen. Und dann natürlich machen sich ja Sorgen um einen Menschen. Ich habe sofort an Jenny gedacht und aber... War Martin Klauber an dem Abend auch dort? Nein, also ich persönlich habe nicht gesehen, aber fragen Sie am besten den Ex-Freund. Das ist so ein ganz Verrückter. Die Jenny hatte auch immer total viel Angst vor ihm. Der hat ihr auch ganz doll gedroht. Und, weil der kam damit gar nicht zurecht, dass sie jetzt anschaffend geht und dass sie auseinander sind. Und, ja. Der muss es gewesen sein. Noch Fragen an die Zeugin Endres? Danke, nein. Dann möchte ich doch in der Tat mal mit diesem jungen Mann fortsetzen. Timo Häuser, bitte, Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Herr Häuser, bitte nehmen Sie Platz. Herr Häuser, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. 55. Herr Häuser, Timo ist Ihr Vorname, Sie sind 26, wohnen in Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf? Speditionskaufmann. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Häuser, Sie wissen ja, dass die Mutter Ihrer früheren Freundin hier angeklagt ist, den Wohnwagen Ihrer Tochter angesteckt zu haben, in dem sich Ihre Tochter aufgehalten hat. Motiv soll Eifersucht gewesen sein. Wissen Sie etwas dazu? Na klar, Martin Klauber war gar nicht scharf auf Jennys Mutter, sondern auf Jenny. Frau Seidel war doch nur Mittel zum Zweck für den. Jenny hatte mit diesem Typen eine Affäre, ihre Mutter hat das rausgefunden und deshalb hat sie auch den Wohnwagen mit der Jenny drin abgefackelt. Sag mal, Timo, hast du einen Knall? Was erzählst du denn hier für einen Mist? Du kennst mich doch, das kann doch nicht sein. Weil es die Wahrheit ist. Ach, hör doch auf. Jenny hat sich doch nur wegen Martin von mir getrennt. Von wegen? Ich hatte einfach keinen Bock auf dich. Wann geht das endlich in deinen Schädel rein? Wie kommen Sie denn darauf, dass der Martin Klauber der Grund gewesen ist, dass Jenny sich von Ihnen getrennt hat? Als Jennys Mutter mit dem zusammengekommen ist, war ich auf einmal völlig abgemeldet. Ich weiß nicht, was er mit Jenny gemacht hat, aber er hat es geschafft, dass Jenny nur noch das gemacht hat, was er gesagt hat. Ach, wenn ich mit Jenny verabredet war, dann hat sie gesagt, dass Martin auch mitkommt. Oder sie hatte plötzlich keinen Bock mehr auf die coolen Partys vom Severin, obwohl sie da immer gerne hingegangen ist. Also Herr Häuser, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber deswegen ist doch der Herr Klauber nicht zwangsläufig der Grund für die Trennung. Ich bitte Sie.
Doch ist er. Ich weiß, dass er so lange gegen mich gehetzt hat, bis Jenny Schluss gemacht hat. Ja, obwohl wir 2 Jahre zusammen gewesen sind. Ach, erzähl ich so ein dummes Zeug. Frag doch einfach mal deine Freundin, warum sie keinen Bock mehr auf dich. Lusche, da hat er um mich Gesicht, ey. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf dich. Du bist eine Lusche. Jenny, checkst du es? Der Typ nutzt euch aus. Und jetzt ist er auch nur bei euch eingezogen, weil er pleite ist. Ja, sehr pleite. Ist so. Ja. Der Typ ist kriminell. Der hat mich sogar schon mal vorgeknöpft und mir gesagt, ich soll die Finger von Jenny lassen. Ich habe echt Schiss bekommen, wie der mich da gepackt hat. Sehr, jetzt halt mal den Ball flach her, du lustiger Vogel. Ich habe noch nie einen Typen in der Partie reingequatscht. Was soll das hier überhaupt? Erzähl doch nicht so eine Scheiße. Nur weil ich hier der Jenny mal ein paar gute Ratschläge gegeben habe. Könnten Sie uns doch jetzt mal langsam das Verhältnis zwischen Ihnen und Jenny etwas näher beschreiben? Also, jetzt erklärt der Martin mal für alle zum Mitschreiben. Die Wurst will es ja offensichtlich so. Würste haben wir in der Fleischtheke, bei mir nicht im Gericht. Ja, okay. Die Jenny, wir hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und irgendwann wollte sie halt auch mal ein paar Ratschläge zum Thema Sex haben. Vom Freund ihrer Mutter? Ja und? Eltern klären auch auf. Und schließlich, ich bin da kompetent. Ich habe eine Menge Erfahrung. Ich konnte ihr da einiges zu erzählen. Irgendwann hat sie sich mal beschwert, mit dem Milchgesicht da im Bett überhaupt nichts läuft. Also die Lusche hat überhaupt nie gebracht. Der weiß überhaupt nicht, wie man eine Lady handelt. Und da habe ich ihr einfach den Tipp gegeben, dass sie den Anfänger da mal zur Franziska schicken sollte. Die Franziska, die ist zwar so ein bisschen dicklich untenrum und so, aber als Hausfrau verdient die sich so ein bisschen Taschengeld nebenbei. Und die konnte dem halt mal ein bisschen Nachhilfe geben. Ein bisschen Learning by Doing, hat also ihm gar nicht geschadet. Martin, Entschuldigung, aber das hast du nicht wirklich gemacht. Sie haben Jenny nicht ernsthaft geraten, ihren Freund zum Üben zu einer Prostituierten zu schicken? Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und außerdem, so wie der Jenny hinterher davon vorgeschwärmt hat, dann hat dir nur gut gefallen. Jenny, was labert der Typ für Mist? Sag doch auch mal was. Du brauchst dich doch nicht dafür zu schämen. Ich meine, dir hat's doch auch gefallen. Das Problem war deine Luft aufgelöst. Ja, siehst du, weißt du was? Eigentlich bist du schuld, dass die Jenny auf den Strich gegangen ist. Wahrscheinlich wollte sie nur mal so viel Anerkennung und so als Frau respektiert werden wie die Franziska. Was laberst du für einen Scheiß? Was weißt du über uns? Jenny und ich hatten nie Probleme miteinander. Nee. Und sie sind immer völlig entspannt. Guck doch mal im Spiegel, Jenny, die brauchen einen richtigen Mann. Ich weiß ganz genau, dass das gelogen ist. Warum machst du das mit? Warum hast du wegen diesen schmierigen Typen Schluss gemacht? Das ist Häuser. Der Grund für die Trennung sei jetzt mal dahingestellt. Ganz ehrlich, auf jeden Fall haben sie bis heute ein massives Problem damit. So ist es doch. Ja, dazu stehe ich auch. Aber die Nummer, die beiden abgezogen haben, war einfach mies. Nein, die haben ein Problem damit. Und deswegen ist es naheliegend, dass sie den Wohnwagen ihrer Freundin in Brand gesteckt haben. Aus Wut darüber, dass sie sich von ihnen abgewendet hat und sich der Prostitution hingewendet hat. Das ist doch ganz naheliegend. Das meinen Sie doch jetzt nicht im Ernst, oder? Aber bist du genauso, würde ich Scherze machen? Ich würde Jenny niemals verletzen. Dazu liebe ich sie noch viel zu sehr und will sie zurückhaben. Jennys Mutter ist durchgedreht und hat das gemacht. Hallo? So fast wie Notwehr. Ja. Ja? Denn Jenny und der Klauber verbinden noch viel mehr. Der hat nämlich was zu tun mit dem Job von der Jenny. Ja, sicher. Der ist nicht nur Jennys Freier, nein. Der steckt auch noch viel tiefer in dem Milieu drin, als er zu Woher wissen Sie das? Ich habe von einem Kumpel erfahren, dass er der Vorbesitzer von dem abgebrannten Wohnwagen war. Mehr weiß ich allerdings nicht. Erzähl mir so ein dummes Hat ihn dieser Moment, hat ihn dieser Wohnwagen mal gehört, Herr Glauber? Gleich geht's weiter. Hat ihn dieser Wohnwagen mal gehört, Herr Glauber? Ich Wohnwagen? Bin ich Holländer? Entschuldigung, Ihnen sollte klar sein, dass wir das sehr schnell nachprüfen können. Ja, okay. Die alte Karre, die hat mir irgendwann mal gehört. Und vor 2 Jahren habe ich über so einen Spannmann, ein bisschen so einen Kumpel im entferntesten Sinne, gehört hier, dass die Tamara mal eine Europareise machen wollte. Da habe ich hier die Karre halt vertickt, hat er schon wieder ganz vergessen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sie hier so eine Weltkarriere als Hure startet und dass sie die Jenny kennt. Also ja, um Gottes Herr Glauber, kann es also nicht doch sein, dass Sie etwas mehr mit dem Rotlichtmilieu zu tun haben, als Sie eben zugeben wollten? Rotlichtmilieu? Sehe ich so aus? Ich bin glücklicher Familienvater, Töchterchen. Bald Frau, alles in Ordnung. Ja, Martin, also irgendwie weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll. Also, weißt du irgendwas? Ah, was soll ich wissen? Vertraust du dem Martin jetzt mal? Jenny, du hast dich mit der Tamara total zerstritten. Ihr habt jahrelang kein Wort miteinander gewechselt. Warum hast du ausgerechnet jetzt mit der in diesem Wohnwagen gearbeitet? Ja, man, Zeiten ändern sich eben. Tamara ist nett, ich verstehe mich gut mit ihr. Noch Fragen an den Zeugenhäuser? Keine weiteren Fragen. Dann möchte ich mal zu Herrn Meier kommen, den wir zu Beginn der Verhandlung haben kennenlernen dürfen. Gregor Meier, bitte. Und Sie, Herr Häuser, nehmen an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt. Herr Meier, da ist er schon. Traut vereint. Ne? So nehmen Sie bitte hier. Ist ja das Einzige, was bunter ist als die Tanten. Ihre Meinung brauche ich nicht. Und Sie, Herr Meier, nehmen hier vorne Platz. Ich möchte keine Schärfe in meinem Verhandlungssaal haben. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Herr Meier, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Gregor ist Ihr Vorname. Sie sind 45, wohnen in Osnabrück. Was sind Sie vom Beruf?
Normalerweise sagt man bei uns Zuhälter. Aber ich bin eigentlich wie ein Daddy zu den Mädels. Wenn die was haben, können die gerne zu mir kommen. Ein netter Mensch. Ja, das Familienproblem haben wir hier auch schon mehrfach erörtert. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Meier, Sie haben Jenny Seidel glücklicherweise ja noch aus diesem Wohnwagen rausbekommen, im Brennen, indem Sie einfach die Tür von außen aufgetreten haben. Nur nach Ihrer Berufsangabe waren Sie ja nicht zufällig da vor Ort, nehme ich an. Arbeiten Jenny und die Andres für Sie? Nee. Ich habe meine eigenen Mädels. Darauf bin ich auch ganz stolz. Aber als sich Jenny und Tamara bei uns angesiedelt haben, ist natürlich das Geschäft ein bisschen in den Keller gegangen. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Jenny aus dem Wohnwagen gerettet. Aber Herr Meier, es ist ja super spannend. Wenn Ihnen das so gestunken hat, dass die anderen Mädels in Ihrem Revier anschaffen gegangen sind, dann haben Sie ja direkt ein Motiv, den Wagen anzustecken. Obwohl die anderen Klassen besser aussehen. Hallo, was ist das denn für eine Logik? Ganz einfach. Erst bringe ich mich in Gefahr und dann spiele ich den Helden, oder was? Ich meine, wenn Sie das so machen, ich nicht. Tut mir leid. Herr Meier, Sie haben bei der Polizei ausgesagt, Sie haben ein Auto wegfahren sehen, kurz bevor Sie den Brand entdeckt haben. Ist das so? Ja, das ist richtig. Das war ein roter Wagen. Roter Wagen? Osnabrücker Kennzeichen. Die letzten zwei Nummern konnte ich mir merken. 77 war das. 77, auch das passt zum Wagen der Angeklagten. Haben Sie an diesem Abend den Martin Glauber auf dem Straßenstrich gesehen? Nee, an dem Abend nicht. Aber sonst war der mindestens, ich sag jetzt mal, zweimal die Woche da. Ja, Sie, ihr habt da gewohnt oder was? Das ist mir jetzt neu, Herr Meier. Bei der Polizei haben Sie dazu nichts gesagt. Warum haben Sie das verschwiegen? Also wenn ich jetzt hier anfangen würde, dann könnten wir das erste Mal morgen früh noch hier, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe absolut in solchen Fällen nichts gegen Überstunden. Was wollte der Martin Glauber von der Jenny Seidel? Wissen Sie das? Wollen Sie das jetzt wissen? Ja, also, sonst war ich nicht. Poppen, was wollte er sonst da? Das war ja, natürlich, das war der beste Freier von Jenny. Ja, und die Mutter ist ja, die alte bzw. Mutter ist ja nur ausgetillt, weil sie eifersüchtig war, weil es an ihre Tochter rangemacht hat. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, willst du mich verarschen oder was? Hey, hör mal, was ist überhaupt dein Problem hier, du Hecken? Herr Glauber, Sie halten sich jetzt einfach mal zurück und wenn beantworten Sie Fragen. Zum Beispiel, warum sollte der Zeuge hier gerade die Unwahrheit sagen? Weil Unwahrheit sagt, weil als ich am 11. bei der Jenny war, um mir da mal den Kopf zu waschen, da kam der gleich angeschossen und wollte mir da irgendwie seine billigen Trullen da aufquatschen. Der hat seine Weiber angepriesen wie sauer Bier, aber das ist nicht meine Kragenweite. Selbst wenn ich Single wäre, der hat mich fast in so einen Wohnwagen da reingezogen. Wahrscheinlich ein bisschen Flaute. Ja. Deshalb kann ich auch kein Halt jetzt Händler einmal die Fresse, Freund. Halt ganz ruhig. Und jetzt erzähle ich euch allen mal, was hier los ist. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt auf den Film, der da bitte kommt. Bitte ruhig. Oh, hast du mich jetzt verstanden? Bitte, bitte, meine Herren, einer noch mal. Der Typ ist ein Zuhälter. Also ja. Der war früher die ganze Zeit bei uns an dem Platz, hat als Freier dann erstmal die ganzen Mädels ausspioniert, weil er dann einen Puff aufmachen wollte. Ja, dann hat er seine Mädels bei uns angeschleppt. Ja, und dann hat er sich natürlich nicht mehr sehen lassen, weil er Schiss vor mir hatte. Vor dir? Also mit anderen Worten, er ist immer nur dann gekommen, wenn Sie nicht da waren. Also ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber meine Mädels haben ihn danach wiedererkannt. Also, können die Damen das bestätigen, mal formlos? Ja, der Gregor sagt die Wahrheit. Sehr. Martin, wahrscheinlich werden sie auch eine Fresse kriegen, wenn sie was anderes erzählen. Lügt, der Typ lügt. Ja, ne? Sicher lügt der. Vertrau mir doch einfach. Ja. Frau Seidel, wussten Sie das vielleicht? Haben Sie deshalb den Wohnwagen angesteckt? Nein, ich hatte von all dem gar keine Ahnung. Ich weiß davon nichts. Glückliche Familie. Das war alles zum Kotzen, ey. Jenny, wie soll das nun mit dir weitergehen? Schau dich doch mal an. Du siehst mit 18 schon so verbraucht aus. Kino ist das. Jenny, Sie schauen nicht sonderlich glücklich aus der Wäsche, wenn ich es mal so formal sagen darf oder formlos sagen darf. Ist Martin Glauber Ihr Zuhälter? Das war doch alles nur vorübergehend. Nein. Was heißt vorübergehend? Was soll denn danach noch kommen? Super. Ich wollte auch modeln oder zum Film. Wie naiv sind Sie? Glauben Sie, durch Prostitution wird man später Hollywoodstar? Hat Martin Glauber Sie zur Prostitution gezwungen? Jenny, du passt ja von Anfang an nicht da rein. Na komm, mach den heran zu, das ist Jennys Sache. Das ist es nicht, Herr Glauber. Und ungefragt bitte kann ich nicht dazwischen reden. Frau Enders, in welchem Verhältnis stehen Sie zu Martin Glauber? Ja, Martin ist mein Zuhälter. Und was sollte ich denn machen? Der hat mir Jenny geschickt und die wollte unbedingt anschaffen. Aber ich habe gesehen, dass sie total unglücklich damit gewesen ist. Die hat nur noch geheult die letzten Tage und Wochen. Das ist nicht wahr, Martin, ne? Vertrau mir doch einfach.
Martin hat mir gesagt, dass es mir was Großes wird und dass ich dann einfach durch muss. Indem man sie auf den Strich schickt und das glauben sie. Ja, ich meine, ich wollte doch unbedingt modeln und er hat gesagt, das ist nur der Anfang und danach kriegst du Aufträge und... Fotoshootings, Mode, Herrgott, noch mal sind die Weiber dumm. Entschuldigung. Nicht alle, Frau Vorsitzende. Dankeschön. Du Schwein. Ich? Du bist so mies. Ich bin mies? Du bist mies, ja. Erzähl doch nicht. Wenn du mir schon hier in die Pfanne hauen willst und meinst, ich wäre mies, dann erzähl ihm doch hier, was du gemacht hast. Du bist doch noch viel schlimmer. Du wolltest deine Tochter umbringen. Jetzt, wo alles mit dem Arsch hier umgehauen hast, da kannst du doch auch hier beichten, dass du die alte Dreckskarre angesteckt hast. Frau Seidel, wollen Sie was dazu sagen, was am 11. März wirklich gewesen ist? Ich bin nicht nach Hause gefahren. Ich konnte nicht. Wissen Sie, ich habe den Martin da aus dem Wohnwagen rauskommen sehen und ich hatte immer schon das Gefühl, dass er mich betrügt. Und das hat sich bestätigt. Und dann sagt meine eigene Tochter zu mir, verschwinde, du bist nicht mehr meine Mutter. Und dann habe ich eine kurze Zeit gewartet im Auto und dann ist Jenny aus dem Wohnwagen rausgekommen. Zumindest dachte ich, dass es Jenny ist. Es war aber Tamara, die rausgekommen ist. Jenny war noch im Wohnwagen. Das wusste ich aber nicht. Ich habe dann den Kanister genommen und habe das ganze Benzin ausgeschüttet und habe dieses Scheißding angezündet. Und dann bin ich nach Hause gefahren zu Martin und habe gesagt, Martin, das und das ist passiert. Da hat er zu mir gesagt, ach dir und Jenny wird nichts passieren. Ja. Ich war so blind, du bist so ein Schwein, ich will dich nie mehr wiedersehen. Komm, bleib da, wo der Pfeffer wächst. Der andere Mütter, auch schöne Töchter. Noch Fragen an den Zeugen Meier? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Meier. Sie brauchen nicht wieder raus. Wenn Sie es interessiert, können Sie sich auch das Urteil noch anhören. Dann nehmen Sie da hinten Platz, unvereidigt. Werden Anträge gestellt? Nein, schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, vom Wohnwagen in Osnabrück auf dem Straßenstrich nach Hollywood ist ein weiter Weg. Von da zur Justizvollzugsanstalt, möglicherweise für alle nicht ganz so weit, Herr Klauber. Ich werde mir das ganz genau angucken, welche Rolle Sie da in diesem Milieu noch spielen. Und dann werden wir sehen, ob Sie demnächst nicht noch sehr viel Zeit zum Stricken haben. Vielleicht reicht es auch noch, das Häkeln zu lernen. Was die Angeklagte angeht, sie hat jetzt endlich ein Geständnis abgelegt. Und ich glaube ihr auch, dass es so sich zugetragen hat, wie sie das sagt. Das heißt für Sie positiv, der Mordversuch ist vom Tisch. Sie wollten das nicht, dass da ein Mensch verletzt wird. Eine fahrlässige Körperverletzung bleibt es selbstverständlich. Sie hätten sich da informieren müssen, wenn Sie so ein Ding da anzünden, ob da noch ein Mensch tatsächlich drin ist oder nicht. Das Maß der Schuld, finde ich, ist recht hoch. Die ist eine grobe Fahrlässigkeit. Und es bleibt vor allen Dingen neben der Sachbeschädigung auch noch die Brandstiftung. Das ist ein gestaffeltes Delikt. Es ist strafbar, so ein Ding anzuzünden. Das ist eine einfache Brandstiftung. Ein Ding anzuzünden, wo sich um diese Uhrzeit Menschen aufzuhalten, pflegen, unabhängig davon, ob die drin sind oder nicht, ist eine schwere Brandstiftung. Und wenn Sie dadurch, und da reicht die Fahrlässigkeit nun wieder aus, einen Menschen in die Gefahr einer besonders schweren Gesundheitsschädigung bringen, dann sind wir bei einer Mindeststrafe von 2 Jahren. Und jetzt wird es für Sie ganz, ganz kritisch, weil das die höchste Strafe ist, die noch mit Bewährung verhängt werden kann. Jetzt müssen wir uns fragen, reicht die aus? Und ich meine nein, weil Sie das hier so lange abgestritten haben, weil Sie es so lange geleugnet haben, weil Sie Ihrer Tochter, die mit den Verletzungen da sitzt, einen solchen Prozess zugemutet haben. Das kann ich nicht verstehen. Ich beantrage eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Höch. Hohes Gericht, Frau Vorsitzende, der Verteidigung fällt es nicht einfach, in dem vorliegenden Fall zu plädieren. Denn das, was der Herr Staatsanwalt Römer gesagt hat, ist ausnahmsweise gar nicht so abwegig. Es ist nachvollziehbar und er kommt auch von der rechtlichen Würdigung auf den richtigen Tatbestand. Der Mord ist hier, glaube ich, definitiv vom Tisch. Die Frage ist wirklich, kann man bei der Mindeststrafe bleiben? Denn die besonders schwere Brandstiftung fängt ja nicht unter 2 Jahren an. Und alle, wie wir wissen, ab 2 Jahren und 1 Tag würde meine Mandantin eine nicht mehr bewegungsfähige Strafe zum Ausspruch bekommen. Ich bin der Meinung, ja. Und es liegt einfach daran, dass die Gesamtumstände dafür sprechen. Sie hat sich spontan zu dieser Tat hinreißen lassen. Sie ging wirklich davon aus, dass keiner mehr in einem Wohnwagen gewesen ist. Es ginge darum, den Wohnwagen zu zerstören. Für sie das Übel, die Ursache, warum ihre Tochter zu Prostituierten geworden ist. Es ging nicht darum, irgendjemanden zu verletzen oder damit ein Leben zu gefährden. Und ich glaube, das muss hier das ausschlaggebende Kriterium sein, auch wenn, und da stimme ich dem Herrn Staatsanwalt ein, es meiner Mandantin gut gestanden hätte, von Anfang an ein Geständnis abzulegen und einen klaren Tisch zu machen. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat am Schluss die Kurve bekommen
Und ich finde, das muss man würdigen. Und deswegen beantrage ich eine Freiheitsstrafe auf minimal 2 Jahren, weil drunter geht nicht, aber auch nicht mehr, und die zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Höch. Frau Seidel, Sie haben das letzte Wort. Jenny, es tut mir leid. Wenn ich dieses Schwein nicht angeschleppt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Es tut mir so leid. Und ich wünsche, dass du mit dem Job aufhörst, bitte. Okay, Mama. Okay. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung, und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Hier nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Haftbefehl wird aufgehoben, mit Entlassungsersuchen zurück. Frau Seidel, diese Entscheidung ist keineswegs einstimmig gefallen. Mehr will ich dazu im Moment nicht sagen. Es ist wirklich echt die Frage, schaut man auf die Tat, dann sehen die 2 Jahre deutlich zu milde. Tat folgt. Schaut man auf die Situation, wie sich alles ergeben hat, kann man an etwas anderes denken. Das heißt, die Situation war ja so, dass sie ihren Lebensgefährten, den sie die ganze Zeit schon in Verdacht hatten, aus dem Wagen ihrer Tochter haben rauskommen sehen. Also eine recht spontane Geschichte. Sie sahen noch ein Mädchen rauskommen, kamen nicht auf die Idee, ein zweites im Wohnwagen, dass da eine zweite ist, ausgerechnet noch ihre Tochter, haben den Wagen in Brand gesteckt. So. Jetzt ist im Grunde genommen nur eines, und das war für uns hier letztendlich entscheidend. Wollen wir sie verbüßen lassen, auch wenn das nicht zulässig ist, das zu formulieren oder so zu denken? Aber es war für uns hier mitentscheidend. Bewährung ja oder nein? Ich meine, Sie haben durch die Verbüßung der Untersuchungshaft schon ein bisschen Strafe gespürt. Entscheidend war für uns, dass Ihre Tochter Ihnen verziehen hat. Das hat man hier zum Schluss deutlich gemerkt. Sie will mit Ihnen weiter zusammen sein. Sie will in dieser Situation aufhören. Und sie sehr, wie sie unwillentlich durch ihren Lebensgefährten in Gefahr gebracht haben, umso mehr braucht sie jetzt. Das war die Sichtweise der Teile der Kammer, die für Bewährung gestimmt haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber eines noch, Jenny, und das betrifft letztendlich Tamara, Sie auch. Straßenstrich ist das Härteste, was es gibt. Und es gibt immer Möglichkeiten, etwas anderes zu tun. Und wenn Sie die Stunden zusammenrechnen, die Sie da stehen, dann kommt da auch nicht viel mehr bei rum, falls überhaupt, mit allen Abgaben, die Sie dann sonst noch haben, als wenn Sie irgendwie einem normalen Job nachgehen. Und zum Model, da wollen wir gar nicht vertiefen. Gegen das Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Martin Klauber wurde unter anderem wegen Zuhälterei, Steuerhinterziehung und unerblicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt.